Friday Night Smackdown. Ja, heute ist es nicht Friday Night, heute ist es Samstag. Diese Woche war der Upload ja ein bisschen anders. Nächste Woche wird es wieder normal sein. Montag, Mittwoch, Freitag, Mittwoch dann der 100. Part mit der Spezialfolge bei NXT, wo dann der LCW-Titel ausgekämpft wird. Die Superstars kennt ihr ja und heute machen wir weiter beim Smackdown-Turnier. Am Ende des Videos denke ich hoffentlich dran, mal eben wieder die Turniergrafik einzufügen, denn heute beenden wir Runde 1. Wirklich, wirklich interessant. Ich bin gespannt. Wir fangen mit dem ersten Match an. Titus O'Neil gegen Bad News Barrett. Bad News Ben hätte ich fast gesagt. Ja, Titus O'Neil, meine Idee war da, ist ja auch eigentlich ein aktiver Zuschauer. Was hältst du denn davon? Und auf der anderen Seite, was hält Darren Young davon, wenn wir die Primetime-Players mal zurück ins Spiel bringen? Denn ich feiere die Primetime-Players in der WWE und vielleicht können die auch in der LCW richtig durchstarten. Dann starten wir jetzt hier mal dieses Match. Ich öffne hier, das könnt ihr nicht sehen, mal eben meine Turniergrafik, damit ich mal eben ein bisschen was dazu sagen kann, zu den Matches, die wir schon haben. So, gehe ich doch mal eben hier drauf. Smackdown-Turnier, hier ist es. Wir haben heute ja, wie gesagt, Bad News Barrett gegen Titus O'Neil, das sehen wir jetzt. Dann Mark Henry gegen Kofi Kingston. Und natürlich noch Rey Mysterio, der letzte Woche ja beschissen wurde, gegen Xavier Woods. Also da können noch ein paar interessante Matches rauskommen. Hier wird quasi der Gegner von Rey oder von Xavier Woods ermittelt. Der Sieger von Mark Henry und Kofi Kingston kommt dann gegen Big E. Dann haben wir noch die Matches Dolph Ziggler gegen Daniel Bryan in der nächsten Runde. Sehr, sehr geil. R-Truth gegen The Big Show. John Cena gegen Cody Rhodes. Sheamus gegen... Nee, gar nicht wahr. Doch, Sheamus gegen... Curtis Axel, kann das sein? Ja doch, ich glaube, ich habe den Turnierplan mich vertauscht. Ich weiß, zweimal Rey Mysterio. Ihr müsst euch das Bild von unten rechts, was am Ende des Videos kommt, dieses kleine Feld unten rechts, wo Rey Mysterio gegen Axel steht, müsst ihr euch nach links denken, denn da hat ja Chris Jericho quasi einfach das Match bestritten letzte Woche. Hat aber ja verloren, hat ihm nichts gebracht. Und da kommt King Barrett, so nennt man ihn in der WWE. Bei uns gibt es keinen King of the Ring, zumindest noch nicht. Bad News Barrett bei uns. I'm afraid I've got some bad news. Bad News Barrett, einer meiner Favoriten, ist wieder zurück in den Kommentaren, hat mich sehr gefreut. Der will durchstarten. Ja, und wie kommt man besser an einen Titel, als hier beim Smackdown-Turnier einfach mal zu gewinnen? Wie gesagt, bei Over the Limit, beim nächsten Pay-Per-View, wir haben gerade mal Payback hinter uns und ich rede schon über Over the Limit, wird das Main Event das Finale vom Smackdown-Turnier sein. Und momentan habe ich Folgendes hier so auf meiner Liste. Was so geplant ist für Over the Limit, natürlich in der Pre-Show das NXT Tag Team Championship Match. The Real Steels, Jack Steel und Razar gegen die Ascension. Dann vielleicht hatte ich mir überlegt, ein LCW Champion gegen NXT Champion Match. Der LCW Champion muss ja noch gekrönt werden, dann gegen Neville, das wäre doch was. Danach habe ich mir gedacht, da wir ja kein momentanes Number One Contender, also Number One Contender Tag Team doch sowas richtig haben. Vielleicht ein Match von den Primetime Players, die ich ja zurückbringen wollte, gegen die Wyatt Family, gegen Luke Harper und gegen Eric Rowan, die ja auch, wenn man mal überlegt, in den Einzel-, also in den Raw Matches, die wir immer simulieren am Anfang, doch relativ viel gewinnen. Dann natürlich die Fehde von Randy Orton, Kevin Nash und HBK geht weiter und natürlich Batista gegen Roman Reigns. Irgendwas wird da noch kommen und dann natürlich Main Event. Das Smackdown Turnier, wie ich gesagt habe. Und was ist noch geplant? Ich gehe ja immer gerne auf das ein, was euch in den nächsten Wochen erwartet, damit ihr euch schon drauf freuen könnt. Ja, wie gesagt, Raw, das US Championship Match, weil es ist Part 99, da kann man sich ja auch schon drauf freuen. Curtis Axel bekommt seine zweite Chance sozusagen gegen Ric Flair und im Main Event. Wenn ihr es haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe das zumindest bisher so geplant. Randy Orton gegen Batista, weil das ist auf jeden Fall mal ein Hammer-Match. Zwei der besten Superstars von Monday Night Raw. Und die in Part 99 ist ja auch irgendwas Besonderes, der Part 99. Gegeneinander, das wäre doch was. Und in Part 100 bisher geplant, also so wie ich es jetzt, ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht wirklich alle 5 Matches zu Live-Matches mache. Match 1, Kevin Young gegen Mark Morris, da wird dann endlich geklärt, ja, was Sache ist bei den beiden. Mark Morris bekommt quasi die Chance, mal sich richtig an Kevin Young auszutoben. Dann Match 2, zumindest habe ich das ebenso geplant. Beim Zahnarzt hatte man immer so ein paar ruhige Minuten, habe ich im Wartezimmer gesessen, hatte mein Handy da ein bisschen rumgeschrieben an den Storylines. Was haltet ihr von The Ascension gegen die Wyatts, gegen Luke Harper und Eric Rowan? Heel versus Heel, was haltet ihr davon? Dann natürlich Match 3, das erste Triple Threat Match. Jack Steel
versus MJB versus Chris Sterling. Die beiden Brüder im Match gegeneinander. Jack Steele bekommt das Match. Razar ist zwar nett, dass er das Match von Jack Steele quasi zugesprochen bekommt, aber Razar hat gesagt, nee, mach du mal dein Ding. Finde ich sehr cool von Razar, dass er da so drauf ist. Ich hätte zwar gar nicht damit gerechnet, dass Jack Steele freiwillig ein Match abgibt, weil, ganz ehrlich, man ist in der WWE, um Titel zu gewinnen. In der LCW. Das vergesse ich aber immer, also dürft ihr mir nicht übel nehmen. Dann natürlich Sami Zayn gegen Mike Dusan gegen, ja, ihr wisst es ja noch nicht. Und dann natürlich im Main Event. Das Titelmatch, One-on-One, ganz normal mit Regeln. Die beiden Sieger der Triple Threat Matches. So, und jetzt muss ich mal wieder hier aufs Match gucken, denn Titus O'Neil hier mit einem verdammt geilen Backbreaker. Der sah stark aus und das Cover. One, two. Oh, ich habe das ganze Match nicht kommentiert, weil ich erstmal ein bisschen über die Planungen sprechen wollte. Und jetzt Clash of Titus. Clash of Titus gegen Bad News Barrett. Das wäre eine kleine Überraschung. One, two, three. Und Titus O'Neil gewinnt. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Und damit fliegt einer der Favoriten meiner Meinung nach raus. King Barrett oder Bad News Barrett ist draußen. Ja, da kann er sich feiern lassen, Titus O'Neil. Aber der gewinnt irgendwie nur gegen die großen Jungs. Gegen Big Show damals. Jetzt gegen Bad News Barrett. Ja, das ist doch mal was. Der kann sich jetzt auf jeden Fall mal feiern lassen. Ja, wie gesagt, die Idee mit den Primetime-Players steht. Ihr wisst, was meine Ideen waren. Schreibt einfach mal rein, was ihr davon haltet, von der bisherigen Matchcard, was ich euch jetzt so gesagt habe für die nächsten Wochen und für Over the Limit. Ja, ja, super geil. Richtiger Höhlenmensch. Ja, erstes Smackdown-Turnier-Match ist hinter uns. Das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Hab nicht viel davon kommentiert, aber jetzt habe ich ja alles Wichtige angesprochen. Jetzt kann ich auf die Matches eingehen. Und dann haben wir jetzt das Match, wo es für mich nur einen Sieger geben kann. Kofi Kingston gegen Mark Henry. Somebody's gonna get his ass kicked. Und das kann für mich eigentlich nur, ohne Wenn und Aber, Kofi sein. Der muss einfach zerlegt werden von Mark Henry. Denn Mark Henry hat schon gegen Rusev bewiesen, im Tables-Match, er kann gewinnen. Und dann hat er ja leider verloren beim Titelmatch beim SummerSlam. Wir erinnern uns, da ist er, Kofi Kingston. Ich werde es nie verstehen. Damals haben sie ihn immer als Jamaikaner hingestellt, vor allem weil Kofi in Jamaika auch Freitag bedeutet. Und jetzt auf einmal kommt er aus Ghana, also könnt ihr auch nicht entscheiden. Vor allem hier mit den ganzen Palmen hier zum Beispiel und den ganzen Farben, das sieht eher nach Jamaika aus als nach Ghana. Aber die WWE, wer versteht sie schon? Oh, Kofi ist im Ring, der ist auch ein aktiver Zuschauer, das weiß ich, zumindest war er das mal. Ich hoffe, er ist immer noch. Bei uns gibt es ja nicht The New Day. New Day sucks, wisst ihr ja. Ja, und dann fehlt ja noch das genaue Gegenteil von Kofi Kingston. Mark Henry. Unser, ja, immer noch mein, ja, wie soll ich sagen, mein Aushängeschild des letzten Let's Plays, würde ich sagen, mit seiner schier endlos scheinenden World Title Regentschaft. Das war wirklich awesome. Ich werde auch immer wieder drüber sprechen. Ich werde es auch nie einfach unter den Tisch kehren, weil es war einfach awesome, muss man so sagen. Und der Mann ist bissig. Der hat es gegen Rusev einmal im Tables-Match geschafft, dann leider das entscheidende Match, das Titel-Match, das hat er verloren. Ja, aber that's what he does. Und deswegen glaube ich, Mark Henry, mein Favorit auf den Turniersieg, neben John Cena vielleicht, könnte ich mir gut vorstellen, dass die beiden im Finale aufeinandertreffen, Mark Henry und John Cena. Aber dafür muss er natürlich heute Abend erstmal hier an Kofi Kingston vorbei. Und der kann, also ich denke mal, Mark Henry, wenn er zeigt, was er kann, wird das ein Squash. Dann wird das richtig schnell. World Strongest Slam, 1, 2, 3, Feierabend. Und da kommt Xavier Woods, der Mann, der heute Abend auch noch ein Match hat gegen Rey Mysterio. Und der unterstützt jetzt hier Kofi Kingston. Anscheinend doch noch alte Verbundenheit mit The New Day. Wir hatten sie ja mal dabei, aber die haben sich ja relativ schnell getrennt, weil es lief bei allen nicht. Big E ist mittlerweile mit R-Truth in The Big Truth. Ja, so kann es gehen. Und jetzt auf jeden Fall hat Kofi hier einen Manager. Vielleicht ist das der Vorteil, weil man weiß bei Xavier Woods, das ist halt so ein Mastermind. Er ist so ziemlich clever. Der hat halt diese Tricks drauf, diese Kniffe drauf, um hier irgendwie Mark Henry so abzulenken, dass der vielleicht sogar verliert gegen einen Kofi Kingston, Einroller oder sonst was. Sich das Trouble in Paradise out of nowhere fängt und dann kann es vorbei sein. Kofi darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Wenn der Trouble in Paradise kommt und wenn Kofi seine typischen Aktionen bringt, so wie diesen Springboard Crossbody, dann ist Kofi auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und jetzt will er schon den Trouble in Paradise zeigen. Das wäre jetzt auf jeden Fall ein
Wow-Moment, wenn er das jetzt hier schon beendet. Und da ist der Trouble in Paradise. Und das hat geklatscht und Mark Henry liegt am Boden. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Mein Favorit auf den Turniersieg. One? Nein, Henry kommt bei 1 raus. Der Referee war gerade mal mit 1 auf der Matte mit der Hand. Und bei 2 kam er gar nicht. Ja, jetzt Xavier Woods und der greift hier wieder aktiv ein. Jetzt muss der Referee meiner Meinung nach reagieren. Das darf jetzt hier nicht so enden, dass Xavier Woods hier komplett das Match ja verfuscht und Mark Henry sozusagen gegen 2 Leute kämpft. Das wäre jetzt sehr, sehr unfair, vor allem in dieser wichtigen Turnierphase. Aber schöner Power Slam Konter von Mark Henry. Der lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Ist dem total egal. Aber Kofi dann doch mit dem Elbow. Mark Henry, klar, der hat den Trouble in Paradise eingesteckt. Jede Sekunde kann es vorbei sein. Hier Hurricane Runner. Und jetzt aufs Top Rope. Was hat Kofi vor? Double Footstomp. Moonstomp. Moonstomp nennt man das, glaube ich. Und jetzt wieder Springboard Crossbody. Und auch der sitzt. Oh Mann, das war jetzt, läuft alles andere als erwartet, dieses Match. Und wieder Hurricane Runner. Also Kofi dominiert dieses Match, muss man jetzt so sagen. Was ist mit Mark Henry los? Ist er so abgelenkt oder ist das einfach noch die Folge des Trouble in Paradise? Oder ist Kofi einfach nur verdammt gut heute drauf? Das kann natürlich auch sein. Aber Xavier Woods ist halt immer noch da. Und ich mache mir halt Sorgen, weil selbst wenn Mark Henry jetzt hier so ein Backbreaker, der kann ja auch Kofi schon das Ende bereiten. Ich weiß einfach nicht, ob dann das Cover durchgeht, weil Xavier Woods wird da eingreifen, hundertprozentig. Wir wissen das ja, das macht er ja eigentlich ständig, wenn er Manager ist. Ja, schöner Pin und 1, 2, das war knapp, das war jetzt schon knapper. Jetzt muss Mark Henry wirklich aufpassen. Nicht, dass der hier irgendwie noch eingerollt wird und dann wirklich gegen einen Kofi verliert. Das wäre für mich wirklich, ja, David gegen Goliath-Sieg, so nennt man das. Aber der World Strongest Slam, wenn der vielleicht kommt, vielleicht sollte er sich Xavier Woods und Kofi auf einmal schnappen und ein Roller. 1, 2, nein, nicht mal bis 2, nicht mal bis 2. Das war dieser, wie ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Sunset Flip. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Schöner Clothesline davon, Mark Henry, ohne viel Anlauf. Haut er ihn einfach um, als wäre es nichts. Ja, was hat Mark Henry vor? Klar, der braucht auch nur eine Aktion. Wenn der World Strongest Slam kommt, Feierabend, das wissen wir ja. Aber der muss halt erstmal kommen. Und Kofi hat halt diesen Vorteil mit dem World Strongest Slam. Jetzt kommt der Running Big Splash. Der sitzt schon mal. Das war wichtig. Und jetzt vielleicht Cover. Wer weiß es. Ja, er richtet Kofi auf. Und jetzt will er das Match beenden. Er nimmt ihn hoch zum Military Press. Und Power Slam auf die Matte. Damit hat er schon einige Matches beendet. Das Cover. 1, 2. Nein, nein. Kofi kommt raus. Aber jetzt aber. Jetzt aber. Ja, nee, Mark Henry macht weiter. Will das Match beenden. Jetzt geht's raus mit Kofi. Was hat Mark Henry vor? Will er ihn jetzt vielleicht außerhalb des Rings abfertigen und dann vielleicht... Ja, wer weiß das schon. Ja, sieht so aus, als würde er genau das wollen. Er ist sauer, dass eben dieser Trouble in Paradise kommt. Das war vielleicht der Fehler. Ein Mark Henry, machst du nicht sauer. Oh, aber ich will gar nicht hinsehen. Premiere, Premiere. Und das sieht gar nicht gut aus. Big Boot gegen den Ringpfosten. Mein Gott, was ist da mit dem Kopf von Kofi wohl passiert? Wir sind schon bei 6. Das kann nicht gut enden. Das wird der erste Countout-Sieg in diesem Turnier. Mark Henry zeigt seine unglaubliche Was? Kofi steht! Das kann aber nur noch ein Restzucken sein. Jetzt noch eine Aktion vielleicht von Mark Henry. Dann müsste es eigentlich gegessen sein. Wie kann denn Kofi da wieder aufstehen? Unfassbar. Elbow Drop, der geht auch durch. Kofi, wo holt er denn die Energie jetzt her? Und jetzt will er den Trouble in Paradise zeigen. Und das ist dann die Entscheidung. Wie kann Kofi denn da wieder aufstehen? Der muss doch komplett benebelt sein. Trouble in Paradise. Und das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Kofi Kingston zieht hier in die nächste Runde ein. Und wir zählen mit 1, 2, 3, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Kofi Kingston pinnt Mark Henry. Was ging denn jetzt mit Mark Henry ab? Ja gut, 2 Trouble in Paradise, aber wie konnte Kofi nach diesem Big Boot gegen den Ringpfosten überhaupt noch aufstehen? Ich dachte, das gibt einen Countout. Ja, wenigstens Handshake. So muss das sein. Aber Low Blow, Tiefschlag von Mark Henry. Wow, das ist mal ein Heel Turn. Wow, aber Kofi wird es verkraften können. Der steht in der nächsten Runde. Und seinen Gegner, den werden wir jetzt ermitteln. Mann ey, das ist ja schon mal die erste Überraschung hier. Mark Henry verliert. Wow, und das wirft ihn natürlich jetzt ganz weit zurück. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte,
Das ist es, vor allem nach diesem Power Slam. Aber dann, wie gesagt, nicht den World Strongest Slam gezeigt. Und jetzt Rey Mysterio. Jetzt bekommt er sein Match. Letzte Woche hat Chris Jericho seinen Platz eingenommen. Und jetzt gegen Xavier Woods. Der Mann, der ja gerade noch gemanagt hat, kann er quasi direkt am Ring stehen bleiben. Das passt ja. Ja, und Rey Mysterio, der muss jetzt heute mal wirklich alles geben. Wenn er mal wirklich erfolgreich sein will in diesem Match, dann in diesem, ja, in diesem Let's Play, sag ich mal, dann muss er heute gewinnen und in die nächste Runde einziehen. Kofi Kingston ist ja dann sein Gegner in der nächsten Runde. Auf jeden Fall auch ein geiles Match dann. Aber auch wenn man sich so das Turnier ansieht, Xavier Woods, ich würde sagen, mit der einfachste Gegner. Also wenn Ray das nicht gewinnt, dann würde ich wirklich mal überlegen, ob ich nicht zurücktrete, Ray, weil dann ist es wirklich komplett sinnlos mit dir. Klar, Xavier Woods kann jetzt auch einen extrem guten Tag haben, aber eigentlich, wenn Ray Mysterio wirklich mit vollem Herzen dabei ist, oh, jetzt habe ich, glaube ich, gerade irgendwas gedrückt, ich hoffe, es ist nichts passiert, mit vollem Herzen dabei ist, dann muss er dieses Match hier heute Abend gegen Xavier Woods gewinnen. Bin mal gespannt, ob Kofi jetzt vielleicht auch bei Xavier Woods am Ring steht. Das wäre natürlich extrem interessant. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ich drücke Rey jetzt auf jeden Fall die Daumen, weil Rey Mysterio ist ein Top-Superstar. Und er muss jetzt einfach mal zeigen, was er kann. Und ich bin sicher, wenn er alles gibt, kann er hier auch dieses Match gewinnen. Da habe ich ein. Was? Nee! Nee! Der WWE Tag Team Champion Luke Bass ist hier. Und ich dachte, ja, er ist weg. Er ist bei UFC. Keiner wusste, wo er ist. Und jetzt kommt Luke Bass hier bei Friday Night SmackDown und greift aktiv in das SmackDown-Turnier ein. Ja, wenn das mal nichts ist. Luke Bass, das Publikum ist komplett gespalten. Die sind fast totenstill. Die wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Oh Mann. Oh Mann. Luke Bass und Rey Mysterio. Ja, dem wird jetzt es kalt den Rücken runterlaufen. Da kommt diese Kante von Luke Bass. Guckt euch den an. Ich habe ja schon Angst um den Clothesline from Hell. Wenn der kommt, Rey Mysterio fliegt mit Maske der ganze Kopf einfach ins Publikum. Dann ist es vorbei. Guckt euch den Kerl an, als wäre nichts gewesen. Er hat den NXT-Titel verloren. Aber er hat ja generell immer gesagt, es wäre mehr oder weniger eine Belastung. Er will in den Hauptshows durchstarten. Aber nein. Aber nein, er war einfach weg bei NXT. Man wusste, ist kein offizieller NXT-Superstar mehr. Und heute kommt er hier um die Ecke. Ja, und greift jetzt in das SmackDown-Turnier ein. Meine Güte. Und jetzt muss Ray wirklich 110% geben. Ach Quatsch, 200% muss er geben. Weil gegen Luke Bass zu bestehen, wir wissen das. Der hat zwar einige Niederlagen eingesteckt, aber er ist einfach, wie soll ich sagen, unberechenbar. Und vor allem kommt er halt in diesem Moment mit dem Close-Up from Hell, mit dem Buzzer. Aber Ray fängt hier schon mal gut an. Vielleicht ist ja Luke Bass, das wäre es ja. Wäre ja auch okay. Der Mann, bei dem Ray Mysterio seine Serie starten kann. Sein Sprungbrett sozusagen. Wo er wieder, ja, zu seiner alten Form finden kann. Ich würde super geil feiern. Ganz ehrlich, wenn Ray hier Luke Bass besiegt, dann kann Luke Bass eigentlich auch zu UFC gehen, weil dann schafft das nicht. Weil immer wurde über Ray Mysterio abgehatet. Und wenn er heute hier gewinnt, der liebe Luke, der liebe Ray Mysterio, dann Respekt, Respekt. Aber dann hat auch Luke Bass ja wirklich ja, ich würde mal sagen, seinen Zenit seiner Karriere schon beendet. Ja, erst den Titel verloren und jetzt noch gegen Ray verlieren. Dann wäre es wirklich ärgerlich. Aber das Match ist ja noch nicht vorbei. Ich darf Luke Bass nicht abschreiben, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass Ray Mysterio es schaffen kann. Andersrum, Luke Bass in der nächsten Runde beim SmackDown-Turnier. Stellt euch das mal vor. Luke Bass als World Heavyweight Champion. Ich will gar nicht dran denken. Gar kein Wort mehr drüber verlieren. Das darf nicht passieren, das wird nicht passieren. Spätestens, wenn ein Cena kommt. Ah, was macht Luke Bass jetzt? Oh, schlägt jetzt da immer wieder Rey Mysterio in den Rücken, schickt ihn ins Seil. Und wenn er zurückfedert, schlägt er ihm hinten in den Rücken. Stomping Action. Jetzt mache ich mir auch schon wieder fast Sorgen. Gerade eben habe ich noch gesagt, ja, gutes Gefühl für Rey Mysterio. Aber jetzt denke ich mal, mache ich mir schon wieder Sorgen. Ja, da hört Rey mich und zeigt jetzt hier den Standing Moonsault. Gut, aber jetzt weitermachen, Rey. Und irgendwie, ja, Signature Finisher, irgendein Submission Moves, Count Out, ganz egal, Hauptsache nächste Runde. Niemand will, dass Luke Bass die nächste Runde erreicht. Ja, Surprise Entrance bei SmackDown, so kann es sein, in Part, was haben wir denn, 98. Ja, ist quasi das Debüt von Luke Bass bei SmackDown.
Aber Ray macht weiter. Ray, weiter. Immer weiter. Komm, irgendwelche Top-Row-Aktionen. Aber leider konnte. Oh Mann, und Clothesline in der Ecke. Und das Schlimme ist halt, Ray zeigt 3-4 Aktionen. Aber wenn dann Luke Bars halt mit einem so einem Clothesline kommt oder so einer Faustschlagserie, das ist quasi genau gleich, wenn nicht sogar schlimmer für Rey Mysterio, weil der kann einfach nicht viel einstecken. In Luke Bars, da habe ich immer das Gefühl, der steckt manche Aktionen weg wie nix. Aber jetzt Ray, das ist jetzt meine Aktion. Auf dem Top Rope, Santon, jawohl. Jetzt geht's inside, Luke Bars taumelt da und Springboard Crossbody. Wunderbar, Ray jetzt mit dem Bulldog. Das waren doch jetzt mal 3 Aktionen, die alle ins Ziel getroffen haben. Und jetzt Ray, vielleicht einfach mal mit dem Cover, das wär's doch. Aber Cover, nein, Konter. Konter, Armbreaker von Luke Bars. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht die Chance für Ray. 1-2. Ah, Ray kommt raus, ich hatte schon wieder Sorge. Ja, Clothesline, der war stark. Luke Bars, nochmal ein Elbow in den Rücken. Was hat Luke Bars vor? Nein, diese Faustschläge, die sind immer richtig schlecht. Dann weiß man immer schon, das kann nicht gut enden für den Gegner. Ja, Rey Mysterio wird aufgerichtet. Was kommt denn jetzt? Rey mit dem Finishing Move. Und jetzt cover ihn. Das Cover. 1, 2, 3, Rey. Nein, ich dachte, Rey gewinnt. Ich dachte, jetzt ist es der Sieg für Rey. Rey Mysterio in der nächsten Runde. Aber nein, Luke Bass kommt raus. Und jetzt muss Rey konstant bleiben. Weitermachen, vielleicht aufs Top Rope gehen. Ja, genau so. Aber Luke Bass fängt ihn ab und wirft ihn in den Ring. Das tat weh. Cover. 1, 2, 3. Das, nein, das darf doch nicht wahr sein. Rey zeigt seinen Finishing Move. Geht auf Seil, eine Sekunde unkonzentriert. Luke Bass fängt ihn ab mit einem Power Slam vom Top Rope. Und Luke Bass steht in der nächsten Runde vom SmackDown-Turnier. Wow. Bin ein bisschen sprachlos. Ich dachte gerade echt am Ende, Rey gewinnt. Rey Mysterio scheidet aus. Luke Bass mit einem Sieg bei SmackDown. Damit nächste Woche, nicht nächste Woche, in der nächsten Runde gegen Kofi Kingston. Da habe ich auch schon wieder Sorge. Ray, was ist los bei dir? Ray kann einfach nichts einstecken, das ist das Problem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Surprise-Debüt von Luke Bass. Wir sehen uns bis dahin. Hell yeah!